So, herzlich willkommen zu einem neuen wunderschönen Tag. Und ja, wie nicht anders zu erwarten, also die ersten drei kleineren Videos, die ich gemacht habe, also hier, ne, mit meiner Roomtour und Technik-Stuff und so, die sind alle mittlerweile schon hochgeladen. Aber das erste Let's Play, was ich gemacht habe, Euro Truck Simulator, das ist immer noch am Hochladen. Also es dauert unendlich lange. Naja, was will man dazu noch sagen? Am besten gar nichts. Wir legen einfach mal direkt los hier mit dem Spiel. Ich hoffe mal, audiomäßig passt alles. Klingt gut. So. Mir ist nur gestern aufgefallen, ich will mal das ganze Spiel doch ein bisschen lauter machen. Ich hoffe, ich überschätze das nur nicht. Und dass uns dann direkt gleich die Ohren platzen. Mal gucken. So, wir sind immerhin Level 1. Yay! Ja. Wir brauchen einen neuen Auftrag. Wir haben noch keinen Auftrag ausgewählt. Das ist ja interessant, ist das ja. Warte mal kurz, ich muss mal hier mein Mikrofon ein bisschen so, dass es mir aus der Sicht, also nicht in der Sicht. Egal. So, Auftrags. Wir machen schnell Auftrag und zwar gucken wir mal, was wir so alles haben. Ah, okay, bei den großen Punkten kann man raufdrücken. Was auch immer denn passiert. Ah, okay, da können wir dann Startziel auswählen, also quasi Mission auswählen, die immer in dieser entsprechenden Stadt hier starten. Bei Bari zum Beispiel. Gucken wir mal, was es hier so gibt. Mercedes, DAF, alles nicht so geil. Ich meine, wir können mal hier mit denen hier probieren. Ich kenne die Firma DAF persönlich ziemlich gar nicht. Also ich kenne LKWs von dem, weil es fahren relativ viele LKWs davon durch die City. Aber ich war noch nie in einem drinne. Na, also so gesehen. Ja, guck mal hier für 3000. Oh, was ist das für einer? Fahr ich mit dem schönen Volvo oder probieren wir mal was Neues? Die hat auch eine längere Strecke, ne? Und da fahren wir wieder. Komm, wir fahren. Oh. Oh, was machen wir denn jetzt so? Komm, wir fahren mit dem. Let's go. Volvo for life. Ich entwickle mich jetzt schon direkt zum richtigen Volvo-Fanboy. Kann das sein? Ja, Schnieke. Schnieke, sehr schnieke. Gut, die farblichen Akzente bin ich jetzt nicht so ein Fan mit dem Lila und dem Beige, aber hey, scheint wohl noch ein etwas älterer zu sein. Ganz schön dunkel hier, by the way. Es ist gerade mal, oh, 23 Uhr. Wir fahren also mitten in der Nacht los. Na, kann er wieder heiter werden hier. Schwanzpenis, Arschkacke. Wir brauchen 17 Stunden. Wie viel haben wir? 31 Stunden. Oh, mehr als 10 Stunden Reserve ist natürlich auch nicht so schlecht. F5. Lass uns loslegen. Okay. So, wenn wir uns das gucken hier. Erstmal unser spartanischer Lichttest. Ah. Licht funktioniert. Blinkeranlage funktioniert auch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann noch hier, ne? Geht auch. Sehr gut. Bremslicht geht auch. Und Rückfahrlicht geht auch. Okay. Sehr geil. So, dann gucken wir mal hier noch nach Luftdruck überall. Die Reifen sind alle schön rund und rund.
Und ja, damit sind sie alle gesund. Also Fracht geladen haben wir keine, wie man gesehen hat. Wir haben nicht mal Texturen geladen. Ja. So, wir haben einen ganz schön dunklen LKW. Ja, let's go. Achso, erstmal hier so und nein, so und so reicht aus. Machen wir mal so hier. Nee. Brauchen wir so viel Licht? Na komm, let's go. So. Die ganze Gegend hier ist so scheiße dunkel. Was ist das überhaupt? Weil sieht so aus wie so ein Frachthafen oder sowas. Aber Frachthafen sind ja eigentlich beleuchtet wie ein Fußballstadion. Die Kamera ist natürlich auch nicht so geil. Ich sehe überhaupt nicht, wo ich hinfahren muss. Ich fahre mal da hinten lang. Mal gucken. Wow. Komme ich da irgendwo lang? Nee, ne? Okay, let's go. Machen wir so hier. So. Ach, wir können überall lang fahren. Okay, dann fahren wir mal da lang. So, eigentlich ist auf so Gelände immer nur Schrittgeschwindigkeit. Keine Ahnung, ob das auch für uns gilt. Oder ob das einfach nur manche Streber so machen. So, einmal schön hier rumziehen. Wo ist der Ausgang? Da vorne ist der Ausgang. So, jetzt kann ich aber hier wieder hier. Jawoll. Map, map, pup, pup. So, schön großen Wendekreis und jetzt ab. Ich sehe halt gar nichts. So, wo müssen wir lang? Links, rechts müssen wir lang. Okay. Biege nach rechts ab. Mach ich doch schon. Wow. Ich glaube, das wird ein. Au. Okay. Ja. Alles perfekt. Das muss genauso sein. Dup-di-dum. Dup-di-dei. So, jetzt verstecken wir uns hinter dem Auflieger. Und niemand wird uns hier wieder finden. So, wir müssen nach links. Kamera, Alter. Let's go. So. Fahren wir durch die Nacht. Am Kreisverkehr, zweite Welcher Kreisverkehr? Ich sehe keinen Kreisverkehr. Hilfe! Kamera! Digga! Also diese TV-Kamera, die ist schon echt teilweise super ungünstig platziert. Warum ist hier ein Container mitten auf der Straße? Ach so, ist hier so ein Wärterhäuschen oder wie man sowas auch mal nennt. Na dann, let's go. So, du hast einen Aussichtspunkt entdeckt. Was? Aussichtspunkt? Was ist denn ein Aussichtspunkt? Das da? Gibt es hier mal eine Legende oder sowas? Ah. Ja, Aussichtspunkt. Nicht besucht. Ah, das heißt, wir können da hinfahren und dann besuchen. Was auch immer mit besuchen gemeint ist. Meine, machen wir jetzt Kaffeekränzchen oder was? Let's go. Nimm diese Ausfahrt. Tankfüllstand sieht by the way ganz gut aus. So, was ist dieser Aussichtspunkt? Oh, da Solarzellen. Wow, voll modern. Aussichtspunkt. Ach, das ist die Kamera. Das ist der Aussichtspunkt. Okay. Dann ziehen wir mal durch unsere Kreise. Aha. Drücke die Folgetaste, um den Motor abzustellen. Was? Ah, lol. Oh, diese Sonne gerade hier.
Hafen von Bari. Ah, okay, das sieht zwar mehr aus wie ein Rastplatz von Bari, aber hey. Gut, ich meine mal, am Tage würde das Ganze wahrscheinlich noch besser aussehen als jetzt hier in der Nacht. Man erkennt ja kaum was, außer die beleuchteten Sachen. Aber wer würde sich schon. Ah, jetzt sehen wir den Hafen. Okay. Alter, viele Boote. Aber alle einfach Copy und Paste Boote, ne? Alle das gleiche Modell. Da sind wir. Oh mein Gott, wir werden gefilmt. Big Brother is watching you. Das war schon. Okay. Wieso schon wieder abstellen? Hab ich doch gerade erst. Arschloch. So, Wenden ist hier eher so semi-geil. Wir machen mal ein bisschen großen Bogen hier. Ja, fahr doch mal. Achso. Ich sollte auch die Handbremse lösen. Wow. Immer Nicht so geradeaus. schnell, mein Freund. Wow, Alter, hier ist ja eng. Was ist das? Sieht das gut aus? Ich habe dezent Angst. Oh mein Gott. Ah, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ja, jawohl, ja. Jawohl, wir müssen geradeaus. Okay, let's go. Ist aber auch vor allem so schön. Was? Ist vor allem auch so schön, wie so dieses Environment sich so anpasst. Ja, so jetzt zum Beispiel nachts. Es gibt kaum Autos auf den Straßen. Da fährt mal Dienstfahrzeug lang oder hier ein bisschen Auto, da ein bisschen Auto, aber so im Großen und Ganzen sind die Straßen halt nachts leer. Genauso wie es auch im Echten halt wäre, ne? Da ist ja auch. Ich meine, gut, ob die jetzt hier auch Berufszeiten haben, das jetzt weiß ich nicht. So um 8 und um 16 Uhr jetzt die Straßen komplett voll sind, ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. Aber jetzt nachts zumindest sind die Straßen schon leer. Also das haben sie schon implementiert. So ein bisschen so. Scheinbar. Oder die Gegend ist einfach tot. Wies man ja auch nicht. Da hört Bari auch schon auf. Net to know. Wir müssen geradeaus weiter. Okay. Oh, wird grün hier. Meine Fresse. Das ist auch der Grund, weswegen viele Ampeln nachts einfach in diesen. Ja, keine Ahnung, diesen Werksmodus, also hier, dass diese gelbe oder orange Leuchte blinkt. Mal, also quasi Fahrt auf Sicht, weil eben die Straßen sind so leer, da brauchst du eigentlich gar keine Ampel. Das ein, zwei Auto, was du siehst, also was da vorbeikommen könnte, das kannst du halt so auch schon sehen und der fährt halt ein bisschen langsamer über die Kreuzung. Und dann kannst du das mit dem auf Sicht fahren halt super gut implementieren. Anders als dass du jetzt hier 3 Minuten vor der roten Ampel wartest, obwohl es eh keinen anderen Verkehr gibt. Ne? So, wir können 80 fahren. Let's go. Was kommt da vorne? Eine Schranke? Okay. Ach, eine Mautstelle. Ah, okay. Ah, okay. Oh Gott. Gelb, blau, was, wie, wo, stopp, halt! Ich kenne mich mit Moschel überhaupt nicht aus. Was muss ich denn jetzt hier machen? Gelb, blau und da ist gar nichts. Ach, guck mal, da ist ein grünes Zeichen. Das heißt, da kann ich. Nee, das ist auch ein grünes Zeichen. Hä?
Hilfe? Gibt's hier mal irgendwas ausgeschüttet? Ja, toll, natürlich. Natürlich rutschen wir alle direkt auf die Pelle. Ich bin verwirrt. Oh, guck, hier ist ein LKW. Mal gucken, was der macht. Der fährt beim Gelben lang. Dann tun wir dem gleich. Okay. Boah, Alter. Das war gerade ein bisschen viel Input auf einmal. So, also das war jetzt gerade was? Der Anfang der Mautstelle? Hä? Mautstelle ist ja jetzt schon vorbei. Oder was jetzt? Gibt es eigentlich sowas wie eine History, wo man einfach diese Meldungen nochmal sich ansehen kann oder so? Nee, ne? Sprecher Nachfoto, nee. Zustand. Fahrzeug. Ach, guck mal, hier kann man auch drauf zugreifen. Lol. Fähigkeiten, Aufbruchsteile. Scheinbar nicht. So, wir haben hier eine Auffahrt. Okay, dann machen wir einen Blinker. Autobahn ist frei. Sehr schön. Wir können also wunderschön hier hoch da dingeln. So. Ja, lass mal nicht. Sonst ärgern wir doch die ganzen anderen Fahrer. So. Machen wir mal wieder unsere wunderschönen Tempomat hier rein. Let's go. Auch in die Baustelle. War ja klar, war ja klar. Nee, auf unserer Seite. Okay, okay. Ja, ist ja gut jetzt. Alter, die Baustellen sind aber schon scheiße detailliert. Ist ja schon krass, wie gut die aussehen. Holy moly. Jetzt sind wir wieder 50 fahren. 80? Ich hoffe mal, die Nacht ist bald vorbei hier. 0.30 Uhr. Na, dauert doch ein bisschen. So. Vor allem, wieder typisch, ne? Im Spiel ist es wieder Nacht, scheiße dunkel. Und hier die Sonne super hell. Aber das Schöne, dadurch, dass jetzt die Bildschirme gegen die Sonne stehen, kann ich trotzdem alles hier erkennen im Spiel. Ne? Deswegen habe ich ja meinen Arbeitsplatz auch von da hinten nach hier vorne. Umgestellt, damit genau das hier, okay, ist ja gut jetzt. Oh, Alter. Oh, mein Tempomat ist rausgegangen. Ups. Was will ich denn da? Na gut, bleib ich hier. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Parken, Diesel und LKW. Okay, wir müssen nach LKW, weil wir sind ein LKW. Soweit ich weiß. Kann ja auch Lügenpresse sein, ne? Hier ist eine Raststelle. Okay. Ah, da vorne ist Diesel. Brauchen wir? Nee, eigentlich nicht wirklich. Aber ich will mal trotzdem machen. Wenn wir gerade schon mal hier sind, let's go. So, Motor abstellen. Wer stellt bitte schon den Motor ab, wenn er tankt? Ganz ehrlich, also. Enter. Kraftstoff ist voll. Sehr schön. Oh, Alter, 260 Euro müssen wir bezahlen. Alter. Hätte ich mal nicht machen sollen, gell? Er ist ja direkt 10% unseres gesamten Gehalts weg, also unser Guthaben. Wobei, nee, das ist ja Spesen, müsste ja eigentlich auch bezahlt werden, ne? Kraftstoff werden, ja genau, durch Abgeber gedeckt. Genau, sag ich doch. Das wär noch schöner, wenn wir sowas selbst bezahlen müssten hier. So. Müssen wir noch unsere Pausenbrote hier selbst bezahlen, ja? Oh, kommt da einer? Nö, kommt keiner. Sehr schön, let's go. Oh, Auto ist auch frei, sehr schön. Können wir direkt wieder rauf düdeln. Und den Tempomat rein. Let's go. So, Napoleon und Pocahontas. Tank ist voll.
müssen wir lang? Wir müssen nach links. Achso, okay, wir hätten einfach geradeaus weiterfahren können. Ach, war ja klar. Jetzt können wir aber gerade nicht nach rechts ziehen, weil rechts überholt uns gerade jemand. Boah, mach mal hin! Meine Quippy, oh Alter, der nächste überholt uns einfach direkt. Obwohl wir blinken, überholt er einfach. Was ist das für ein Opfer? Bom, ja. Willkommen in meiner Gegend. Jetzt müssen wir wieder nach links, ernsthaft? Okay, das ist natürlich, alle haben was gegen mich hier. Alle haben was gegen mich. Schweinerei, wie viel Schaden haben wir eigentlich bekommen? Ah, war es noch in Ordnung? wir müssen nach links. Oh. So. Schon wieder eine Tankstelle. Die kommen ja schon häufig, gell? Nee. Ah. Ups, ich wollte eigentlich gerade N drücken. Nicht M. N. Aber ein Horn haben wir auch nicht. Schade. Jammer, schade. Alter, aber wie gut das Ganze auch nachts aussieht. Mit den ganzen beleuchteten Tasten und alles hier. Also hier unser Cockpit. Das ist so geil. Oh, mal ein bisschen Fenster aufmachen hier. Rechter müssen auch noch. Oh, Alter. Oh, man hört sogar den Traffic an uns vorbeifahren, wenn das Fenster offen ist. Alter, wie geil ist das bitte? Oh, da vorne ist Polizei. Wir müssen langsamer fahren, ja? Der vor uns bremst auch. Hey, Polizia! So. Mal wieder beschleunigen hier. Was hier los? Jetzt 8er Stelle, keine 50er. Überholen wir? Oh, alles gut. Außer, also wenn mal der links von uns hier fertig ist. So. Ja, schön. Noch ein LKW und davon ist noch ein LKW. Alter, 105. Uh. 110. Hey, we are going faster and faster. 120. Okay, wir sollten langsam mal wieder ein bisschen runter, davon ist ja nichts LKW. Wir ziehen einfach mal überall so locker flockig dran vorbei. Außer jetzt eine Kurve, Kreuzung, Doppelkurve. Oh Gott, Alter Schwede. Oh Mann. Was ist hier los? Stau auf der 10 oder was? Wofür bin ich jetzt gerade ein bisschen out of order hier? Kann das sein? Warum dudelt der von mir so rum? Oh, weil es eine 70er Stelle ist. Ups. Nee, ne? Ich muss ja vorne wieder geradeaus weiter. Achso, ich bin jetzt abgefällt. Okay, okay, okay.
Ey, wir haben aber schon 12.000, ne? Also mittlerweile haben wir schon 10% von dem, was wir brauchen, um ein LKW zu kaufen. Ich hoffe mal, wir bekommen mit späteren Missionen oder Aufträgen vielmehr dann auch wesentlich mehr Geld. Alter, was ist denn hier los? Da hat jemand einen Unfall gebaut. Ach ja, stimmt, wir haben diese zufälligen Strafzeichen so hochgeschraubt, ne? Ja gut, das, ich meine, jetzt ist es gerade mal das Niveau, was wir auch in Berlin haben, ne? Da ist auch überall Baustelle und alles. So, wir müssen bei Gelb bleiben. Wow, da ist jetzt Blau-Gelb? Ernsthaft? Wow, stopp, aus, Ende, Venido. So, erstmal hier, wo ist mein Lenkrad? Wo ist... So, so, da vorne ist ein Kreisverkehr, wie das wirklich ist hier. Ah, wir müssen hier runter. Ah, okay. Ah. Die Ausfahrt rechts. Ja. So, und hier müssen wir den Kreisverkehr rein. Kreisverkehr, dritte Ausfahrt. So. So, da rollen direkt wieder raus. Okay. Nimm diese Ausfahrt. So. Wow, bisschen schnell. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nur diese Ausfahrt. Ja. Okay, ich glaube die nächste Folge nehme ich erst auf, wenn die Sonne hier bei mir so ein bisschen rum ist. Die ganz schön hell. Alter, in meiner Kamera, in meiner Facecam, da sieht man mein Gesicht gar nicht mehr. Einfach komplett weiß. Ah, schönes Ding. Oh, 10% Gefälle. Und dann wieder ein Aussichtspunkt. Nicey dicey. Wow. Dann rechts abbiegen. Rechts abbiegen? Was? Aber wir müssen noch links. Wir folgen einfach mal dem Navi. So, ach guck mal, hier ist er gleich. Oh, und jetzt Enter. Hafen von Neapel. Siehst du, kann ich mir eigentlich so eine schöne Pappe aufstellen hier auf dem rechten Bildschirm? So ein bisschen als Sonnenblocker. Habe ich da irgendwas da? Nee, ne? Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Muss ich mal gucken bei der nächsten Aufnahme, dann muss ich doch nicht 3 Stunden warten, sondern kann ich einfach eine Pappe hier hinstellen. Und dann habe ich ein bisschen Sonnenschutz. Ja, quasi die Pappe mit Sonnenschutzfaktor. Alter, so Hafen sieht schon... Also, wie gesagt, grafisch ist das Spiel halt unglaublich gut. Das muss man schon einfach so sagen, wie es ist. Und ich habe auch gestern nach dem Spiel
selber noch ein bisschen rumgespielt. Also mit einem anderen Safe-Game natürlich. Und habe dabei zum Beispiel auch ein bisschen halt recherchiert. Oh, da fährt ein Auto. Und diese Engine, die ist ja sowas von customizable. Da kriegst du echt die Tür nicht zu. Ich habe jetzt zum Beispiel diesen Developer und diesen Konsole aktiviert. Und jetzt kann man hier, wenn ich die Null-Taste drücke, Freecam. Ja, ich habe einfach eine Freecam jetzt. Kann mich hier komplett frei bewegen. Man kann hier auch ein bisschen out of border gucken. Ich meine, gut, jetzt nachts sieht man natürlich gar nichts. Aber das ist nice. So, wir müssen. Wo müssen wir hin? Map. Map, wir müssen geradeaus. Okay, und dann müssen wir. Oh, da kommt ein Auto. Ey, boy. So, hier müssen wir jetzt nach rechts. Aber jetzt mal stopp. Stehen bleiben. Halt. Okay, kommt nichts. Let's go. Okay, also auf dem Hafen selber haben wir keine Routenführung. Aber sieht ja irgendwie relativ übersichtlich aus. Man sollte sich ja also doch. Guck mal, da vorne ist das Schiff. Also so unübersichtlich ist es gar nicht. Sehr schön. Nee. Boah, Alter, vielleicht ein bisschen langsamer hier. Okay, lass uns eine neue Route finden. Das will ich mir jetzt aus der Nähe ansehen. Gut, man erkennt genau gar nichts. Oh. Guck mal, wie die Stoßdämpfer arbeiten, Alter. Woo! So, einmal hier schon halten. Und return. Oh, jetzt haben wir drei Ziele. Wo müssen wir hin? Wir mussten nach da unten, ne? Genau. Nee, das macht keinen Sinn. Wir mussten noch da. Neu berechnen. Hoffe ich mal. Boah, Alter, wir bekommen einfach 3000 Dollar. Euro. So, kann ich mal bitte Fahrplan machen? Aha, okay. Noch 12 Kilometer. Ja, irgendwie. Und es ist Tag. So, müssen wir noch Licht draus machen hier. So. Links abbiegen. Haben wir einfach rot. Biege nach links ab. So. Runter und auf 50 runter. Oh, da vorne ist schon das Ziel. Sehr schön. Sehr schön. Boah, Alter, guckt euch diese Landschaft an. Holy fuck. Holy fuck, holy fuck. Holy fuck, holy fuck. Bleib bei mir in der Spur, okay? Oh, das sieht so geil aus. Das sieht so geil aus. Holy moly. Ja, sieht schon nicht schlecht aus. Sieht schon echt nicht schlecht aus. So, wir müssen nach rechts. Na, rechts ist frei. Und dann rechts. Wie gehen wir rechts ab? Los, das Grün!
Koordination muss noch ein bisschen üben. Gerade eben habe ich zum Beispiel, statt die Handbremse zu lösen, mein Blinker ausgeschalten. Danke dafür. Okay, die warten auf uns. Wir sind direkt vor links. Oder war ich gerade auf der Hauptstraße? Ah ja, doch, wir waren auf der Hauptstraße. Okidoki. Okay. Biege nach links. Ach, wir sind schon da. So, hinter uns ist frei. Sehr schön. Wow, mach auf jetzt hier. Wow. Let's go. Wohin damit? Wir müssen noch da hinten. Okay. Ach da. Okay, let's go. Noch ein Stück halt und so. Yay! Sind wir gut oder was? Ausgezeichnet! Nice! Erfahrungsbonus Level 1. Kriegen wir sogar ein bisschen mehr Geld. Okay. Okay. Oh, wir sind Level 2. Oh, wow. Gut, was machen wir jetzt? Machen wir hier mit ADR weiter oder machen wir mal hier was anderes? Zum Beispiel hochwertige Fracht. Oder Fernfahrt. Lieferung bis 350 Kilometer. Und hier haben wir Auftragsangebot für hochwertige Frachten freigeschaltet. Oh, dann machen wir doch das. Bumm. Können wir hochwertige Frachten machen. Und wir haben eine E-Mail bekommen. Gott, so viele E-Mails. Hallo Chef. Ich habe da etwas für Sie. Dank unserer Verbindung sind wir jetzt in der glücklichen Lage, richtige Herausforderungen geboten zu bekommen. Einige spezielle, ziemlich große und schwere Frachten erfordern den Transport durch einen, der sein Fach wirklich versteht. So etwas ist kein Spaziergang und verlangt nach einer gewissen Fertigkeit, aber auch eine besondere Sorgfalt, Geduld und die Zusammenarbeit mit den Begleitfahrzeugen sind gefragt. Das ist ein erhöhtes Risiko, was? Dass das erhöhte Risiko üppig vergütet wird, brauchen wir wohl nicht zu erwähnen. Bei Interesse besuchen Sie einfach mal in eine dieser Städte vorbei. Schauen Sie bitte einmal in eine dieser Städte vorbei. Linz, A, Bremen, D. Achso, ist das Land. Trelleborg, Nizan, Kursik, Madrid, Pleven, Istanbul, Linknück. Das ist Berlin. Gibt es vielleicht Städte, die ich kenne? München gibt's noch. Lissabon. Warschau. Also auf jeden Fall viele Städte. Okay. Spezialtransporte. Cool. Nice. Konvoi. Achso. So, machen wir jetzt hier Spezialaufträge, Schnellaufträge, Aufträge, Frachtmarkt, externe Frachtmarkt, Konvoi-Browser. Und wo können wir jetzt auf die Spezialaufträge zugreifen? Karriere. Na gut, machen wir dann in der nächsten Folge. Ich muss hier erstmal eine gewisse Pappe installieren. Oder noch eine Viertelstunde warten, bis die Sonne an meinem vorbei ist. Ja. So, da schaue ich mal das Ganze mal. Let's go. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn es denn dann heißt, weniger Sonne. Hoffentlich. Von daher. Alter, mein Gesicht ist einfach nur weiß. Ich bin total verstrahlt. Von daher, bis dann.